vollkommen leere Welt. Und das werde ich jetzt ändern. Und diese vollkommen volle Welt hier mal schnell in den Shop rein schnipsen. Fotografieren, digitalisieren, shoppisieren sozusagen hier die paar Stücke. Warte mal, das sind, jetzt gucke ich jetzt, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 25, 25, 25 Stück vielleicht. Bei meinem bisherigen Tempo von so 5 Artikeln pro Stunde bin ich ja in 4 bis 5 Stunden damit durch. Und dann kann ich nach da drüben und dann da weitermachen. Und Bock habe ich auch, das trifft sich. Ja, wir machen das so wie in dem Film. Es ist ein Rennen, ein Rennen. Scusi, entschuldigen Sie, ich bin in einem Rennen. Scusi, 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 una corsa. Ein Rennen, ein Rennen. Ist er tot? Tennis, da sind Sie tot? Una corsa, una corsa, ein Rennen. Das Rennen gegen die Zeit. Also ich sag mal, 1,5 Stunden bin ich fertig. 20 von 9, um 10 bin ich durch. Um 10 bin ich durch. Ich bin um 10 durch. 3, 2, 1, los, go! Das ist schon, also, und der Rest, aber ich komme noch von hinten. Ich habe keine Waage, wo ich die Sachen wiegen kann. Und da ich sie verschicken möchte, brauche ich das Gewicht. Und das macht keinen Sinn, wenn ich da alles reinlager und das dann alles wieder raushole, um die dann irgendwann mal zu wiegen. Ich habe keine Waage gefunden. Außer die hier. Diese da, aber die wiegt nicht einfach so. Die muss ich jetzt erstmal verstehen. Ja, funktioniert. Ich habe den jetzt erfasst. Jetzt brauche ich das Gewicht. Dafür habe ich hier die Waage. So, und dann muss ich quasi nur den so unter den Arm nehmen. Und dann mit dem Ding auf die... Ach nee, ich muss ja hier erstmal... Genau. Und jetzt stillhalten. 97. Ja, sehr praktisch auch. Die will ich eigentlich jetzt als nächstes. Ich mal irgendwo hinstellen hier. Hier so. Denn im Gegensatz zu der Aktion habe ich mir hier ja jetzt was überlegt,
das hier ein bisschen Platz, dass ich die Teppiche da dann nachher so hochkant wegstapeln kann. Dann stören die keinen. Und dann brauche ich natürlich hier irgendwie eine halbwegs ordentliche Kante. Und das können die am besten hier. Klare Kante hier. Quasi, das ist die klare Kante hier. Naja, also fast, würde ich sagen. Es ist ein Rennen, ein Rennen. Foxy Lady. Ja, aber hier... für das. Gemütlich. Hat was... hat den Charme von einem gut gestauten Umzugswagen. Praktisch wiegen. Ich kann zaubern. Ich bin der Copperfield der Zollstöcke. Achtung. Ja, das hat mit der Jungfrau auch geklappt. Rohe Kräfte sind nur wie mir Mama gerade so ans Herz gewachsen. ein Rennen, es ist ein Rennen. Gut, dass ich der Einzige bin, der hier am Start ist. So kann ich nicht so ganz weit hinten liegen. Wobei ich das Gefühl habe, manchmal, also ich liege eigentlich schon auch relativ weit hinter mir selbst. Hinter dem, wie ich denke, das ist eigentlich... Was habe ich gesagt? Um 10 fertig? Ja, fast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24... Jetzt noch 25, 26 Teile etwa. Ja. Also so viel, wie ich dachte, dass insgesamt da sind, habe ich jetzt noch. 25 Teile, 5 Teile pro Stunde sind, naja, gibt's ja nicht. Aber hier sieht das schon schön aus. Ah, ist das nicht herrlich? So richtig schön aufgeräumt. Das macht man doch überhaupt nie wieder anfassen, sondern einfach so als für sich stehendes Kunstwerk einfach so stehen lassen. Ja, dann hier Museum draus machen, Eintritt nehmen und dann die Besucherschar richtig andächtig vor dieser geradezu perfekten Anordnung. Könnte das sein, dass ich schon wieder nur Blödsinn rede? So, ich mach mal Pause. Dann mach ich die zweite Hälfte. Ja, ich habe schon ganz viele Zuschauerzuschriften bekommen. Was ist denn mit Schalti? Schalti, was ist mit Schalti? Sag mal, was mit Schalti ist. Ja, Schalti hat Besuch bekommen von seinem Cousin. Und den hat er auch mal bei mir vorbeigeschickt. Das ist nämlich Blechbecher, sein Cousin der Blechbecher. Und der besucht mich jetzt auch mal. Und ja, wie kann ein Schalter mit einem Becher verwandt sein? Ganz einfach, hör mal genau hin. Was für ein geiler Sound.